So, wir gehen jetzt dahin, wo die meisten Schüler vielleicht nicht so rein sollen eigentlich. Außer sie haben was Wichtiges. In den Lehrerzimmer. In den Lehrerzimmer. Ich gehe. Tschüss. Nein. So, aufgeschlossen. Du rollst mal los. Aufnahmestudio. Ich war halt nur so in der Schule, ne? Nein, Quatsch. Okay, ist was ist das Feuer, wieder? Und da ist ein Zettel. Und da ist ein Buch. Alles eins nach dem anderen. Bild. Für diese Rarität erhält man sicher viel Bares, meine ich natürlich. Obwohl der beschädigte Rahmen, aha, Badminton sein könnte. Da muss ich aber meinen Freund Albert fragen. Wie du gerade sagtest. Bares für Rares. Leichte Anspielung. Der kennt sich damit gut aus. Ist das nicht das gleiche Bild wie bei Kunst? Ja, eigentlich schon, aber ich hatte jetzt nicht so viele verschiedene Texte. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Hier ist schon mal. Das ist egal. Nur ein Tagebuch. Oh. Okay. 20. August. Das andere war 19. August. Das muss 20. Ich bin gescheitert. Die Konsequenzen dessen werden sicher nicht lange auf sich warten lassen. Die Hoffnung, dass er mich verschont bleibt. Ich bitte um Gnade. Vorhin waren es sie, jetzt ist es er. Das waren eben mehrere, genau, jetzt ist es er. Das war auch nicht im Tagebuch eben sie, sondern das war in diesem. Das ist ganz viele Tränke da. Sind. Einmal eins. Genau. Oh, ja, bin ich erstmal hier oben, diesen Riss gucken. Okay, dann nix. Buch unten. Ja. Stochastik. Ist aber wirklich ein wundervolles Thema, muss ich sagen. Das einfachste Thema. Okay, ja. Ja, okay. Ah, okay. Das war die Sache, ja. Der letzte Sätze. Eine Notiz. Aufsätze können wir nicht vergessen. Ach, die ja, Aufsätze die, im wo die wohl sind, wo in die der Abstellkammer. Okay. Okay, aber lass uns noch alles angucken. Und das Feuer noch. Nee. Okay, dann. Ha, die Aufsätze. Super. Hat alles einen Sinn hier. Also hier ist echt keine Lücken oder so. Nein, hier hat nicht alles einen Sinn. Manches ist wirklich nur, um euch auf falsche Karten zu locken oder so. Ja, aber es gibt ja keine... Hin? Ach Quatsch. Ja, schon hier. Zeit, sie näher zu untersuchen. Hoffen wir mal, die Notiz im Lehrerzimmer war eine Spur. Nichts, nichts und wieder nichts. Was soll ich denn jetzt tun? Was war das für ein gruseliges Geräusch? Ja. Ja, ich glaube. Speichern. Das ist eine natürliche Reaktion. Dahin. Oder? Nee, ich habe eigentlich hab Angst rauszugehen. Ja. Im Lehrerzimmer. Wahrscheinlich, ne? Ich habe mich fast vor der Statue erschrocken. Oh, das Feuer! Oh Gott, jetzt kommen die Geister. Das Feuer hat die Farbe gewechselt. Und war diese Steintafel da vorher auch schon? Nein. Irgendwas ist hier. Irgendwas Seltsames geht hier überall vor. Also Moment, lass uns überlegen. Bevor wir... Warte. Ja, ist gut. Der Stuhl hat sich bewegt da unten. Die Steintafel. Und das Feuer ist blau. Gut. Ich würde sagen, erst die Tafel, dann das Feuer. Weil okay. Das Feuer könnte ein Gegner sein. Moment. What the f- Come, let's see. Ich mach nochmal ein Foto. Sie kommen, sie sehen, sie kämpfen, sie gewinnen. Da sie. Sie. Sie wollen, sie bekommen. Sie singen, sie... Uh-oh. Man darf nicht singen. Also man muss kämpfen, man darf nicht singen. Ja. They win, they fail. Ja. They fight, they sing. Sie sind, was sie sind, aber du existierst nicht in dem, so wie es dir erscheinen mag. Okay. Ja. Das ist ja wirklich kryptisch, ja. Das war natürlich schön, nein, Gott. Du bist nicht dumm. Aber du bist nicht schön. Oh. Aber du existierst nicht, wie du es, wo das war, weil eben war irgendwas mit, wenn ich, also klein ist mein Ritt, aber when I die, okay. Warte, das mit dem die, ja. Ja, wenn ich sterbe, schaue ich mir die Welt an. Okay, dann sind wir jetzt am Feuer, ich spreche nochmal. Ja, auf jeden Fall das Feuer.
Und auf jeden Fall, wenn die Chance kommt zwischen kämpfen und singen, müssen wir kämpfen. Das ist so seltsam überall. Nichts ist mit diesem Raum ja normal. Die Notiz. Ja, oder das Buch unten. Ja. Genau, werden ja. Guck dir doch mal die Aufsätze an. Haben wir die Müller da? Wahrscheinlich, aber ich bin nur voll das Thema. Ja. Okay. Nee. Die waren ja auch eben quasi am Welt. Okay, wir müssen jetzt gucken, wovon wurde das. Also, das Geräusch kam von dir. Also, ja, aber dieser Stuhl hat sich bewegt. Hat, ne? Was war das? Wieso ist es so still? Weil ich Musik etwas brauche, schon wieder nach. Achso. Ich dachte, das war dahin geworden. Von der Sachbücher. Hat das eben auch schon, aber ich hab's vergessen eins. Da war das Tagebuch vorher. Nochmal das Bild vielleicht. Also ich dachte, Spiele, das ist das einzig Normale im Raum. Die Spiele hatte eben nix. Was ist jetzt? Hi, hi, hi. Hihihi, aber was? So. Ah, oh jetzt mit dem Singen. Boah, jetzt creepy. Allein mit der Musik schon. Hast du Lust zu tanzen? Tanz der Zuckerfisch. Ich dachte, du hast wieder deine Stimme machen. Aber eine etwas kindliche Stimme. Oh Gott. Kann ich auch machen. Hast, ja, machen wir. Hast du Lust zu tanzen? Okay, das ist nicht kindlich. Oh, versuch gar nicht erst zu antworten. Die Antwort ist laut. Die Antwort lautet so oder so. Ja! Komm, tanz und spiel mit mir! Aber was mich verwirrt, ist sie. Ey, dass da immer stand mhm. sie. Wer sind sie? Oh, das ist in langsamer. Okay, das ist ein nächstes Rätsel. Okay, also ich kann ja mal vorlesen. Sie kommen, sie sehen, sie kämpfen, sie gewinnen. Sie wollen, sie bekommen, sie singen, sie verlieren. Sie sind, was sie sind. Und trotzdem existierst du nicht in dem, so, wie du es dir vorstellst, wie es scheint. Na gut. Kannst du welche Buchstaben? Nee, oder? Nee. Die zwei oberen sehen gleich aus. Ich geh mal nach unten. Ja. Ach, du meine Güte, es kommt sowas. Ah, nee, das ist. Achso, das ist. Okay. Sie ist kein. Weißt du, hier habe ich ja noch den Rückweg, weißt du? Oder. Oh Gott. Okay. Okay. Ich geh einfach mal nach unten. Ja. Runter. Mal runter. Okay, wir sind wieder am Anfang. Dann gehe ich jetzt quasi erstmal runter. Achso, habe ich eben hochgehauen. Oh Mist. Hier ist erstmal immer nur runter. Ja, genau, wieder. Boah, die Musik. Warte. Ah, da sind ein paar Statuen. Guck jetzt weiter. Und warte. Das ist bestimmt ein Trick, dass wir wieder an den Anfang kommen. Das hier, mittler, goldene Mitte? Ja. Das war der Trick. Runter. Ja, und dann kommen wir erstmal wieder hier hin. Ich gehe mal wieder. Oh, okay. Geh nochmal genau. Okay. Runter. Du brauchst am allerlängsten von allen, die ich das bisher gespielt habe. Du bist denn da schon wieder lang gegangen? Weil wir links noch nicht hier lang gegangen sind. Wir sind immer nur hier gespawnt. Jetzt sind hier links. Ja, dann kommen wir wieder hier unten. Okay. Dann bleibt jetzt erstmal das hier. Ja. Okay. Speichern. Ich will nicht alles nochmal machen. Auf zum Miniboss. Achso, hat jemand den Schatz? Oh Gott, ich bin. Hat jemand den Schatz gestohlen? Oder? Okay. Oh, guck mal, wie süß. Eine schwebende Hand mit großen Tanzpuppe. 100. Mach mal so, ne? Aber er hat gesagt Miniboss. Das heißt, irgendwas muss daran schwierig sein.
So, kannst du erstmal einen Angriff versuchen? Ich würde Magie machen. Warte, welches Wolkgewitter reicht, oder? Ich will direkt mit so. Ich finde die sehr komisch. Wir können es machen. Respekt. Vielleicht hat die auch drei Leben, weil die dazu noch zwei Katzen haben. Wir können es machen. Wenn du. Ich meine, das schadet nicht, oder? Ja, ich meine, da haben wir weniger Markierpunkte, aber. Na komm. Okay, die ist resistent. Tanz, zeig mir dein. Tanz, zeig mir deine Tanz. Oh, ja, das kann man nicht. Okay, wenn wir jetzt nicht treffen, haben wir verkackt. Also, was riskiert? Ich meine, wir haben voll gespeichert. Komm. Bevor wir zu viele Items hier verbrauchen. Ja, okay. Zu schade, ihr habt getroffen. Immer noch kein Game Over. Ja, die Sache Tanz ist eigentlich so, dass einfach die Tanzpuppe gegen allerlei Magie immun ist. Nur das erstmal rauszufinden ist schwierig, sonst. Also, ist. Ja. Ja, aber gut, dass du dann gesagt hast, wir wollen direkt Magie machen, dann haben wir es zumindest gesehen, wie das so ist. Ja, ich habe schon gedacht, oh nein, greift doch jetzt hier einfach an, oder? Das wäre doch zu schade. Du müsstest dich das noch ausführlich erklären. Schlüssel 9. Konstant oder ist. Ja, genau, der war neben dem Chimney-Raum. Mittlerer Raum. Boah! Was ist hier los? Musik schon. Warte. Da, ja, also es muss ja nichts heißen, aber da sind immer die ganzen Bilder, die in den vorigen Räumen waren. Da ist die Wartende, da ist links. Stimmt. Das. Also es muss nichts heißen, er meinte eben, er hat nicht so viele Texturen, vielleicht liegt es einfach daran. Okay. Aber es könnte was. Fang ich auf von rechts an. Oh, mein Herz. Deswegen war, du bist noch jung. Ja und? Mein Herz. Warte, erster Zettel. Ich wollte eigentlich von rechts nach links anschreiben, aber gar keine Zettel mehr. Vielleicht steht da schon was Wichtiges drin. Gar nichts. Das ist aus dem Spiegelzimmer nur nachgemalt. Siehst du? Ja. Hübscher Banner. Ja. Mein Geschichtslehrer. Kartenkunst. Schon wieder Weltkarte. Weltkarte. Kann ich nicht sagen. Schön gemalt. Ich mag die Farbe des Kreises. Maler Rock. Ein Bob Wurst. Ja, ich spiele doch auf Bob Wurst. Guck mal, der Stuhl. Bevor ich das blaue Licht Bild, da. Das Bild noch. Oben. Welches Bild? Achso. Das oben. Das hast du vergessen? Ja. Hier ist ein Lehrerzimmer, ja. Also hatte ich doch recht. So. Einer zählt. Ich spreche an der Teetasse, wenn du sagst. Zwei Tränke. Ja. Boah, die kann man gut gebrauchen, glaube ich, noch. Noch eine. Wieso ist da eine Kiste vor dem Dings? Ich kann aber die Kante von der anderen Seite ansprechen. Ja, genau. Das ist Stille. Ich kann nichts dafür, dass die Musik manchmal ein bisschen aussetzt. Ich sag. So, Papiere. Genau. Irgendeine Skulptur wahrscheinlich. So Kunstraum halt, ne? Ein Apfel! Die Statue. Eine Teetasse. Ah. Ja, was? Warum ist das wirklich eine Teetasse geworden, dieses Papier? Nun ja. Dann wird's nur Zeit. Vielleicht müssen wir erstmal alle. Ich glaube, die konnte man mit einem Schlag angreifen, ne? Die waren machbar. Venti! Wir sind gut. Ja, die machen auch nicht allzu viel Schaden, das ist gut. Ach, ich bin mal gespannt, ob ich einen Bonusraum finden werde. Okay, ich sehe schon, alle besiegen. Das ist neu. Oh, wie heißt der? Akui. Hier eine Magie? Für alle zu treffen? Ja.
Aber dann nur das, oder? Mhm. Wobei, das nee, macht... das ist dann nicht alle. Achso, ja genau. Ja. Den können wir jetzt wieder anbauen. Oh, 325, das war stärker als die Venti. Plato. Ich glaube, dass. Ich denke, ihr seht schon, dass das eigentlich etwas Sinn ergibt. Wo? Wo? Oh ja, jetzt aber Freihorn. Wasser, ja. Geist, Akku, Windgeist. Nee, ja, ja, warte, warte. Wir können diese unnötigen Äpfel mal vielleicht essen, weil die bringen im Kampf nicht viel. Aber damit kann man jetzt ein bisschen nachfüllen. Genau, das ist eine, gute, wir Sache. Das ist eine gute Möglichkeit. Also 98 von 700, ja. Das ist eine gute Möglichkeit, Äpfel zu benutzen, weil. Wovon? Achso, geht das, okay. Dann weiß ich es für nächstes Mal. Gut, das ist ja gut. Speichern nochmal. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Das stimmt. Vor allem in einem Spiel wie diesem hier. Achso, haben wir Bock noch? Ja. Sonst wäre es ausgegraut. Danach müssen wir halt unsere. Was war das? Himbeeren? Trauben. Trauben. Das ist kein gutes Gedächtnis bei dieser Hitze. Nee. Wir müssen nicht erst mal Eispause machen. Ja, Eis essen gehen. Danach geht es dann frisch weiter mit dem Schutzspielchen. Toll, dass die Ventis bis jetzt gewartet haben, überhaupt mal dreifach Angriff zu benutzen, weil sie konnten sich schon immer, um ehrlich zu sein. So. Wir können Magie auffüllen. Genau. Ja, mit genau. Haben wir noch die Tränke. Warte, wie viele haben wir jetzt eigentlich? Oh, das reicht nicht für... Ja, eben. Wir können halt nicht nochmal heilen gehen. Ja, 5 Tränke, ne? Stimmt, wir können die nicht heilen, das ist total gemein. Klar, das ist natürlich. Haben wir die andere Äpfel und sie jetzt halt verschwendet, ne? Wobei, was. Ich würde es benutzen, weil jetzt kommen bestimmt 5 Gegner. Okay. Also aus Logik, es ist um einer mehr geworden. Okay, dann machen wir voll. Nein, kann auch sein. Speichern. Ist ja gut! Kann auch sein, dass es nicht so ist. Aber... Ja, gut, dann ist das nämlich der letzte Gegner und dann können wir Eispause machen. Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass ihr in einer anderen Reihenfolge die angesprochen habe, als ich hin platziert habe. Aber das ist jetzt in der Logik. Dann mache ich jetzt nur. Oben links beginnt's, oben rechts geht's weiter, oben links geht's weiter und rechts geht's weiter. Obwohl ihr eigentlich unten rechts begonnen habt. Ihr nähert euch jetzt immer mehr dem Ende. Ja, wir sind auch schon im vorletzten Raum. Also von der Zahl her. Ja, von der Zahl. Level 7, was kriegen wir? Oh, scheiße. Das Feuer. Ja. Ich hab doch gesagt, warum ist da eine Kiste und sonst überall nur so Sitzdinger, ne? Warum haben wir jetzt 10 Magie weniger? Wir waren doch eben voll. Weil ihr Level abbekommen habt. Und ah, okay. Das ist dann nicht mit. Nicht wie bei Pokémon Apfel? Oder so. Nee. Normal. Ja, komm. Das reicht aber. Ja. Mal speichern, jetzt wo wir das gemacht haben. Und das machen wir noch in diesem Part. Komm. Oh Gott. Oh, okay. Das machen wir noch in diesem Part. Ja, ja. Ach Gott, der Laternenspuck, wisst ihr, wie lange er jetzt schon her ist? Magie. 300. Okay. Erstmal boosten. Dann macht man hier alles Angreifer. Man kann tatsächlich etwas Witziges hier sehen, wenn man es nur richtig macht, oder? Was? Achso. Nein, so meine ich das jetzt nicht. Also. Mehr. Jetzt haben wir schon mal ein weniger. Oh, nee, jetzt fängt er wieder an. Warte, wir könnten auch noch mal dieses andere Elektro-Dings da. Das hier? Da hat der Blindheit. Und wir haben noch einen Angriffsboost. Ich glaube, ihr habt alles richtig gemacht, um zu sehen. Nämlich, wow. Jetzt ist er eigentlich tot, aber greift doch an. Und heilt sich wieder. Oh, aber es reicht ein Angriff, oder? Das war ja, zwar nicht 30. intended, aber es ist eine sehr witzige Sache, finde ich. Oh, das ist der Apfeltrauben. Sehr gut. Ich meine, vielleicht... Ja, genau. Wir kommen ja jetzt wieder raus. Dann können wir uns nochmal richtig heilen. So. Wie viele Schlüsse? Aber ich werde jetzt erstmal speichern und dann machen wir das. Ich finde toll, dass ihr alles voll ist. Eistons. Eispause. Gut. Ich lasse das Spiel einfach offen im Hintergrund, aber die Aufnahme nicht, sonst haben wir nachher sehr viel Aufnahme. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann, ja, wir wissen ja, es nähert sich schon dem Ende. Bis dann, tschüss. Tschüss.